Nicole, 2005, 2006, grüß dich. Herzlich willkommen. Eindringling, schnapp sie! Hat wer, wo, wie, was? Was, du tust. Was stimmt denn mit euch nicht? Wo? Da sind aber wieder ganz mies gelaunt, oder? Habe ich den da nicht? Achso, ich glaube, das ist hinter der Wand. Hoch, das ist klasse. Danke für dein Follow, Nicole. Aber was stimmt denn nicht mit dem? Oh Gott, ich hänge an der Wand fest. Kann es sein, dass ich hier ungünstig stehe? Kann man das so sagen? Das hat gesessen. Der hat gesessen. Nur ein bisschen Blut. So ein nettes Teil. Auch mal benutzen. Cool. Noch mehr davon. Sonst noch jemand? Oder kann ich mir jetzt hier in Ruhe weiter umsehen? Hab noch anderes vor heute. Fieses Gesocks. Das kann ich wahrscheinlich noch gebrauchen. Zero Dawn. Es ist Kunst im gewissen Sinne. Eine Ausdrucksform im größtmöglichen Rahmen. Aber es ist auch so unfair. Warum wurde ich ausgewählt? Hat ein Komitee das entschieden? Ein Algorithmus? Meine Familie wird gerettet, weil ich einen Abschluss in Kunstgeschichte habe? Ist das gerecht? Dr. Suvay. Christina Suvay? Ja. Ich habe einen Mann getroffen, einen anderen Kunsthistoriker. Seine Gebiete sind Bauhaus und der neue Materialismus. Aber er war auch mal bei einem meiner Vorträge. Kein Strom. Noch so ein. Gibt es noch einen anderen Weg? Das hatte ich schon mal. Ich brauche nur meinen Fokus. Wie war denn? Lass mal gucken. Wer sucht, der findet. Dann mal los. Noch so eins. Ich muss die richtige Konfiguration finden. Oh, da fehlt ein Teil. Hey, ob es hier vielleicht eine Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HL-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermittler zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Das läuft umgekehrt. Okay, aber da fehlt ja so ein Unding. Kann ich den irgendwo rausnehmen oder so? Was haben wir denn hier? Die Frage läuft doch bei allen umgekehrt und nur bei dem. Hab ich jetzt mal wieder nicht mitbekommen. Weiß ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht. Auf der einen Seite, ob die. Drehen die jetzt erstmal so rum. Geschafft. Ja, der war richtig. Ich sollte die Tür da überprüfen. Brauch aber da doch noch so ein. Dings da, Bums da. Aha. Kommen wir denn da hoch? Mit der Treppe möglicherweise. Noch eine Treppe. Ich hab
habe mit ihnen besprochen, worum es bei Artemis geht. Und klargestellt, dass ich nicht für einen globalen Zoo zur Verfügung stehe. In den letzten paar tausend Jahren waren wir nicht gerade tolle Hüter der Erde. Also ist die Idee einer wiederhergestellten Biosphäre, naja, erschreckend, oder nicht? Eine totale Horrorshow. Wir haben kein Recht, uns da heranzuwagen. Ja, das kann man natürlich auch so sehen. Aber hier geht's jedenfalls nicht lang. Bisschen doof, wie komme ich denn da rauf? Aha. Geht doch. Oh, ist nicht was rumliegt? Nein. Hallo? Also, sieht intakt aus. So. Das sollte gehen. Alles umgekehrt, hat er gesagt. Tür. Oder sie. Also, unten rechts. Oben, links, unten. Ah ne, ist doch schon oben. Aha. Links. Ist doch jetzt alles entgegengesetzt. Oder habe ich das irgendwie nicht mitbekommen? Doch, eigentlich schon. Hey, Brads Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich verstehe schon. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, meinen neuen Ermittler zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Wobei, es ist ja dann trotzdem genauso. Wie umgekehrt wolltest du denn noch haben? Also umgekehrt ging nicht, richtig rum geht's auch nicht. Bin ich jetzt gerade irgendwie doof oder so? Kann mich mal einer hauen? Moment, ich muss noch. Moment, ich glaube, ich deute das gerade falsch. Sekunde. Nee, auch nicht richtig. Ich greife gar nicht, wie umgekehrt das noch sein muss.
Hier sollte wieder Strom haben. Okay, ich weiß, was ich gerade anders gemacht habe. Was dahinter ist. Aber es funktioniert. Also, kann ich drüber aufregen, nicht lang nachdenken. Einfach weitergehen. Das ist ein Fettsack. Wo kommt der denn hier rein? Eclipse, Sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt. Das wird wohl nicht ohne Schnetzeleien gehen. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Geil, wie gerade so keiner von angezeigt wurde. Du machst mal gar nichts. Ja, der da oben hat es leider gesehen. Und den treffe ich nicht. Na gut, dann. So viel dazu. Letzte. Oder auch nicht. Ja, ich will weglaufen. Hab ich entschieden. Dich in Bewegung. Du musst Gaia finden. Ein Eingangsbüro. Kein Problem. Hallo, ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Also, Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Mehr kann ich nicht tragen. Sie brauchen kann für jeden Zweck. Er dacht und er baut im Handumdrehen. Ihre Hand. Somit ist Hephaestus kein...
keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Codiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen. Aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich verstehe es nicht. Was genau? Es ist an einigen Stellen ziemlich technisch. Wenn Gaia Leben retten soll, warum greifen die Roboter, die sie herstellt, Menschen an? Vielleicht mag sie einige Lebensformen mehr als andere. Die Störung. Die Maschinen waren nicht immer so wütend. Das stimmt. Sie waren größtenteils gutmütig, bis vor 10, 15 Jahren. Jahrelang hat die Festus Brutstätten gezwungen, aggressive Maschinen herzustellen. Ich habe es selbst gesehen, in den Brutstätten. Pirscher, Verwüster, ein Donnerkiefer. Wie hat er das gemacht? Und warum? Eine gute Frage, wirklich. Offensichtlich keine Antwort. Nur schlecht. Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobeck. Aber wir kommen nicht rein. Mehr Eclipse. Sei vorsichtig. Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Ich bin Samina Ebaji. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Apollo ist aus diesem Grund die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt, werden wir 4 wichtige Projekte gleichzeitig erarbeiten und umsetzen müssen. Erstens, der Aufbau von Datenspeichern in Ursprungsanlagen in aller Welt bei Sicherung der Redundanz. Zweitens, die Sammlung und Bearbeitung von geplant 180 Millionen einzelnen Dateneinträgen. 42 Zettabytes Daten auf Mandarin, Englisch, Spanisch und Arabisch. Drittens, der Transfer und die Kodierung dieser Daten auf DNA, eingekapselt in synthetischen Fossilien. Das einzige Medium, das haltbar genug ist, um sie in den kommenden Jahrhunderten vor jedem Verfall zu schützen. Und not least, die Entwicklung des holographischen Interface und spielbasierter Lehrpläne für die Interaktion zukünftiger Menschen mit Apollo. Die nach und nach holographische Lernmodule freischalten. Tu dich mal vom Acker, mein Freund. Nehmen wir mal zuerst raus. Ich gleich hinterher. Ja, noch mehr. Scheiße. Ui. Robert hat zwar was gemerkt, aber ich noch nicht gesehen. Schenk mir keine Beachtung. Genau, schenk mir mal keine Beachtung. Höre, was Aloy spricht. Thank you.
komme ich denn an den da hinten ran? Und tschüss. Hey. Das war mehr als knapp. Der hat aber leider noch was bemerkt. Wo wird er denn jetzt hin? Ah. Das war der letzte. Wieder allein. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Sieh dich um. Sieh nach, ob hier noch irgendetwas ist. Bin ja gerne dabei. Dr. Sobek, bitte archivieren Sie dieses Geständnis in Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und Operation Enduring Victory. Mein Name ist General Aaron Harris. Von 2060 bis 2066 war ich der Vorsitzende der Stabschefs. Der hochrangigste Offizier der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. In meiner Amtszeit fielen die strategische Planung und die Aufsicht über die Operation Enduring Victory, einem Betrug, der an der Zivilbevölkerung der Vereinigten Staaten und anderer Nationen in den letzten 14 Monaten des Lebens auf diesem Planeten begangen wurde. Vor der Pharaoh-Plage machte ich meine Arbeit und ich machte sie gut. Ich war wagemutig und entschlossen, geschickt bei politischen Manövern. Es war kein Zufall, dass ich schließlich diese hohe Position bekleidete und Befehlshaber der größten mechanisierten Truppe war, die je gebaut wurde. Doch wozu hat es geführt? Meine einzige nachhaltige Errungenschaft war die Vernichtung des Lebens auf der Erde. Und meine einzige hilfreiche Tat, wenn überhaupt, war die Verzögerung dieser Vernichtung um Tage oder Wochen durch noch mehr Todesopfer. Ich habe die Hoffnung, dass in der zukünftigen Welt kein Bedarf mehr an Menschen wie mir besteht. Wenn Sie einer der Menschen dieser zukünftigen Welt sind und diese Nachricht hören, sollen Sie wissen, dass es mir leid tut und ich Ihnen alles Gute wünsche. Hochachtungsvoll, Aaron Harris. Willkommen bei Hades, Zero Dawns sicheres Vernichtungsprotokoll. Die ultimative Killer-App. Tja, Sie denken bestimmt, der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Was soll also diese Unterfunktion, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Ich meine, wie bitte? Ist doch irre, oder? Tja, nein, gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schiefgehen. Ich meine, Sie sind also Gaia. In 200 Jahren und Ihre neue Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die Noahs Arche versenkt hätten. Ein Chaos. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen Sie jetzt? Die Phase 1 Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass Ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird? Niemals. Was Sie jetzt tun werden, Gaia, ist Hades, das Feld zu überlassen, damit er das macht, was Sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee. Hades setzt die Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Und dann, und nur dann, überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt, mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar. Trotzdem. Ganz schön krass. Willkommen bei Hades. Willkommen in der Leere. Okay. Wenn das also der eigentliche Zweck von Hades ist,
Warum will er mich dann vernichten? Wir brauchen mehr Daten. Und wie ist er im Wrack eines Ferro-Titan gelandet, der von den Eclipse wie ein Gott verehrt wird? Ich weiß genauso viel wie du, Aloy. Such weiter. Silence, ich glaube, das sind mehr so rhetorische Fragen. Ich glaube nicht, dass Aloy jetzt wirklich von dir sich eine Antwort erhofft. Das hier scheint der einzige Weg zu sein. Willkommen bei Illithia, Krönung und Gipfel von Gaias untergeordneten Funktion. Ist das hier das? Denn durch Illithia wird die menschliche Herrschaft weiterhin. Maschinen, die eine neue Generation von Menschen hervorbringen sollen. Lassen Sie mich bitte eine Sache gleich von Anfang an klarstellen. Illithia ist keinesfalls ein Gentechnologieprojekt. Unser Ziel ist es, das menschliche Genom zu erhalten und nicht zu verändern. Eine Momentaufnahme menschlicher Genvielfalt, eingefroren in der Zeit. Die genetische Quintessenz unserer Spezies unverändert. Ich sorge dafür, dass alle Aktivitäten den Klonrichtlinien von 2034 und dem Relay-Vertrag von 2048 entsprechen. Das erscheint bizarr. Vielleicht sogar. Ursprungsanlagen. Elisabeth sagte, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also war der Berg der Urmutter eine solche Anlage? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha Registry. Ich muss Elisabeths Büro durchsuchen. Ja. Wie mache ich das denn jetzt hier ohne zu verrecken, hm? Weiß man ja nie so recht. Doch, geht alles ganz easy. Alles ganz easy, sagt Aloy. Gaia? Logisch gesehen. Oh. Es folgt eine kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elisabeth, darf ich etwas dazu sagen? Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elisabeth, ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Ja, doch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die Chancen stehen gut für uns. Aber wenn... Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist... Was ist, wenn es umsonst war? Elisabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Logik allein reicht nicht, Ted. Damit es klappt, muss Gaia ein wenig Eigeninteresse haben. Sie muss fühlen. Und wenn sie Amok läuft? Lernen wir gar nichts aus unseren Fehlern? Deinen Fehlern willst du sagen? Alles, was ich sage, ist, baut ein Notaus ein. Sie ist ganz jung, Ted. Ich halte ihr keine Waffe an den Kopf, wenn sie noch in der Wiege liegt. Du redest wie von einem Kind. Was, wenn sie ein Monster wird? Elisabeth, darf ich vielleicht etwas dazu sagen? Natürlich, Gaia, nur zu. Ich widerspreche nur ungern. Doch Mr. Farrows Argument ist schlüssig. Im Moment ist die Entwicklung meiner Psyche nicht vollständig vorhersehbar. Zum sicheren Erhalt des Lebens wäre ein Notfallschalter, glaube ich, eine Notwendigkeit. Da. Zufrieden, Ted. Himmel, Liz, mach, was sie sagt.
Wo muss ich denn hin? Kinder, wo muss ich denn hin? Einmal drum rumgelaufen, wie komme ich denn da rein? Achso, muss ich aufstemmen. Ja, na gut. Das,